Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Nier Automata. Und ich hatte recht, die kommen hier raus. Also auch hier, ne? Ich bin genau hier gestartet, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Das ist sehr angenehm. Okay, gucken wir mal. Hätte ich auch gleich auf der Karte bleiben können. Wo muss ich denn hin? Weil hier, das haben wir ja gemacht. Ups. Bisschen rauszoomen. Ich weiß zwar nicht, warum das immer noch gelb ist. Oder ist das nur gelb wegen der hier Speichermöglichkeiten, dass ich da weiß, okay, hier kann ich speichern. Ich glaube schon. Was haben wir hier? Fragezeichen? Fragezeichen. Okay. Ich glaube, Fragezeichen können wir machen. Und hier sind die Missionen, ne? Genau, die Bitte der Verwalterin. Pascals Dorf. Und irgendwer ist irgendwo noch in der Wüste verschollen, oder nicht? Ja, hier. Da. Okay. Da, ja, das kriegen wir irgendwie hin. Ach, das war ja die Lampe. Entschuldigung. Ich vergesse immer wieder, dass die Schultertaste laufen ist. Weil ich so von Spielen verwöhnt bin, die sagen, ich soll den. Oder nicht verwöhnt bin, aber. Ne, man soll den Stick reindrücken. Und dann, ja, drücke ich den Stick rein und dann ist es gar nicht Rennen, sondern Licht. Okay. Aber das ist ja das geringste der Probleme. Ne? Ach, gucke mal an. Nehmen wir doch mal mit. Und dann schließlich alles. Hier, ne? Ups. Hier ist auch noch was, aber da kommen wir, glaube ich, noch nicht ran. Schade. Das bestätigt schon fast meine Vermutung, dass wir halt immer in diesem Gebiet hier spielen werden. Was gar nicht mal so schlimm ist, hat ja Nier auch gemacht, also Nier Replicant. Hat ja auch in einem gewissen Gebiet gespielt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich gedacht habe, dass es mehrere Gebiete sein würden. Wahrscheinlich war das der Eindruck, der mir eingepflanzt wurde mit den ganzen Dingen, die ich über Nier schon irgendwie, ne? Im Vorfeld irgendwie rausgefunden, also, ne? Mir angeguckt hatte. Nicht Spoiler, aber so Theorien und so, ne? Teilweise. So Kleinigkeiten. Was Nier ausmacht, warum man Nier spielen sollte, bla bla. Ne? Meistens habe ich mich eigentlich nur bei Drakengard spoilern lassen. Dass das halt irgendwie dazugehört und dass die connected sind, zumindest mit dem einen Ende von Drakengard. Da oben, ne? Komm ich da überhaupt hin? Noch nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, was es ist. Warte mal. Ach Mensch. Ja, es ist da oben, ne? Es ist schon da oben. Wie komme ich da hoch? Oder kommt es runter? Das ist schon mal nicht. Hier vielleicht.
Da oben ist was. Da oben ist tatsächlich was. Sehr interessant. Vielleicht kriegen wir ja einen Schub, damit wir darüber können. Ich würde mir zumindest schon mal das holen. Oder haben wir sogar einen Schub? Wir haben sogar einen Schub. Au. Ja, das war nicht so intelligent. Okay, das auch nicht. Na, erst du stehst mir im Weg. Ha. Und wir müssen ja, glaube ich, schon. Ah, okay. Okay. Dann ebenso. Die sollten noch nicht hier sein, ne? Aber jetzt, wo ich schon mal hier bin. Gar nicht übel, überhaupt nicht übel. Ich bin der Kriegermönch, Vater Servo, und ich suche den Pfad der Erleuchtung durch Perfektion im Kampf. Vater Servo? Doch leider kann Vater Servo alleine nur furchtbar wenig erreichen. Wärst du vielleicht gut, einem Gleichgesinnten auf einer spirituellen Reise beizustehen? Ich bin mir nicht sicher, ob man eine Maschine beim Kampftraining unterstützen sollte. Maschine beim Kampftraining unterstützen sollte? Er springt dabei heraus. Vater Servo wird dir all seine geheimen Kampfkünste vermitteln. Ich weiß nicht, Tobi, das ist ziemlich suspekt. Was meinst du? Na doch. Der Himmel strahlt heute auf Vater Servo herab. Nun, dann lass uns mit einer leichten Sparring-Runde beginnen. Ich hätte es doch später machen sollen, ne? Naja. Zumindest können wir nicht runterfallen. Man muss ja auch das Positive mal sehen, ne? Und es hilft uns auch. Das reicht, Vater Servo gibt auf. Ich glaube nicht, dass der Typ ganz so hart ist, wie er vorgibt. Naja, zumindest war das eine nette Übung. Nett? Ja nun. Gut für dich. Also dann, als Bezahlung für diese Lektion musst du Vater Servo einen gebogenen Draht bringen. Was? Hör mal, vorhin hast du aber nichts davon gesagt, dass. Wir haben trainiert, oder? Du hast viele Dinge gelernt, oder? Dann kann ich wohl sicherlich eine Vergütung erwarten. Dieser Typ ist echt unverschämt. Einen gebogenen Draht müsstest du von den dinosaurierartigen Maschinen in der Nähe besorgen können. Bringen Sie mir bitte vor unserer nächsten Einheit, wenn du so freundlich wärst. Hast du den benötigten Gegenstand? Ah, ausgezeichnet. Okay, wir haben schon gegen die gekämpft. Jetzt können wir mit einer neuen Trainingseinheit beginnen. Vater selber nimmt deine Herausforderung an, wann immer du bereit bist. Gegen eine Gebühr natürlich. Natürlich. Oh, okay. Machen wir aber später, der ist halt Stufe 20.
Aber jetzt wissen wir schon mal, was hier los ist. Das ist sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes das hier. Um dann zur Wüste raus zu können. Das ist da vorne. Ja. Was ist da denn? Ach nein, da ist der Roboter, ne? Verlorenes Mädchen, genau. Ja, aber kommen wir auch hin, oder? Ja, doch, da. Da, okay. Dann gehe ich erstmal zu dem Fragezeichen. Dann können wir nochmal ein paar von da unten besiegen. Ja, hier, ne? Machen Sie den einfach so stark? Naja. Oder unser kleiner Freund hier hat recht. Nein, es, da, oder neins. Dass der wirklich eine Stufe 20 ist. Dass der so tut. Und das auch als Spiel vor, im Spiel vorgeben kann, dass wir sehen, dass der Stufe 20 ist, aber er nicht Stufe 20 ist. Leave me alone, Jackass. I can't deal with your weird hobbies anymore. Like, I care what you think, jerk. Nice. Hey. Ach, Hallöchen. Hör zu, ignoriert diesen Typen einfach. Der egoistische Dummkopf will nicht mit mir zusammenarbeiten. Also, ich erstelle eine Studie über die verschiedenen Erregungsebenen von Androiden im Kampf. Um sichere Ergebnisse zu erhalten, muss ich aber die Kampfdaten der neuesten Modelle erfassen. Also, was meint ihr? Gut, oder? Ja. In Ordnung. Gut zu wissen, dass nicht jeder hier ein rückgratloser Schrotthaufen ist. Here, follow me. Ja. Ja, ja, gut. Nö, nee, also ich nehme Herausforderungen gerne an. See that jerk over there? I need you to get combat data for him. Oh, du hast Stimme. Science will pay you back Danke. For this, I promise. Now, fight! Ja. Ah, oh, schon wieder in Stufe 20, wo wir erst Stufe 11 sind. Scheint besser zu sein als gedacht. Requested mission completed. Ja. Ja. Und? Oh Mann. Das war großartig. Hey, wusstet ihr, dass das Kampffieber der Androiden tatsächlich dem Gefühl menschlicher Liebe sehr ähnlich ist? Okay. Wenn wir also die alten Aufzeichnungen der Menschen verstehen wollen, müssen wir nur unsere Fäuste fliegen lassen. Das gibt der ganzen Sache doch gleich einen romantischen Touch, findet ihr nicht auch? Hm, ich habe noch nicht genug Daten. Ich könnte noch etwas Hilfe gebrauchen. Genau das meine ich. Vielleicht ist es halt wirklich so, dass da Menschen drin sind in den Robotern. Okay, ich möchte, dass du die Feinde dort erledigst, ohne selbst verletzt zu werden. Also so gar nicht. Null, zero, nada. Ja, das war klar. Jetzt wird es Zeit zu kämpfen, im Namen der Wissenschaft. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Nein! Okay, das war armselig. Ich meine, langsam habe ich den Kaffee hier wirklich auf. Nun versuch's nochmal. Satt. Nicht auf. Satt. Ich habe den Kaffee hier satt. Oder habe ich da mich verlesen? Ich dachte, er ist schon weg. Ah. Requested mission completed. Ah. Beinahe. Ja, ich liebe euch, Joa-Typen. Echt jetzt. Seht euch nur all diese Daten an.
Apropos Yoha-Typen, ich bin etwas überrascht, dass ihr geistig so begabt seid. Ich dachte, Kampfmodelle seien etwas beschränkter, weniger denken, mehr töten und so. Um ehrlich zu sein, erscheint es mir ziemlich sinnlos, euch mit irgendwelchen Intellekt auszustatten. Naja. Strategie? Mehr Daten, ich brauche mehr Daten. Und ihr werdet mir helfen, oder? Das ist übrigens eine rein rhetorische Frage. Hast immer noch immer nicht genug, was? Ich mag dich. Du hast Mumm. Und das meine ich auch so. Ich möchte, dass diese Feinde dort in 30 Sekunden oder weniger erledigst. Alter, willst du mich verarschen? Wieder nie im Leben. Okay, das mache ich wann anders. Wie konnte ich nochmal heilen? Ging doch auch irgendwie schneller, ne? Dann suche ich erstmal das Kind und dann machen wir später weiter, weil... Ernsthaft, wir sind erst Stufe 11. Warum ist das so hoch? Ich meine, ist ja ganz cool und so, aber... Dafür, dass hier alle Stufe 7 sind, außer die Quest-Gegner. Ne? Und dann auch noch so... Ne? Ich hasse Zeitdinger. Ich dachte schon, dass ohne berührt zu werden wäre scheiße. Naja, dann wollen wir mal hier das Mädchen suchen, das raus in die Wüste ist. Das war hier, oder? Ich glaube nicht, dass wir hier eine Taschenlampe brauchen. Oder? War das hier? Nein. Mensch. Da sind wir gerade gekommen. Alter, das ist doch mal... Was? Warum? Ja, wir sind auf dem Weg dahin, ne? Da ist das vermisste Mädchen. Das verlorene Mädchen, das vermisste, egal. Meine Güte, diese Kartendinger, ne, hier. Ja. Hello there. Ja. Hello? Testing, testing. Pascal? Is that you? 9S. Yes, it is me. Many apologies for the sudden transmission. I heard that you were searching for the missing child, yes? Well, if you would. Please consider this a personal request from myself as well. Go find the child as quickly as you can. She's such a good little girl, and so fond of her sister. She's probably somewhere around the desert at the moment. That's where she's likely to find the dented plate her sister needs. Got it. Thank you so much. And please be careful, all right? Ja. Ich hab da so ein schlechtes Gefühl. Ich ist doch hier vorne. Hm. Ich habe gedacht, die wäre da hinten bei dem Dings, aber anscheinend ist sie doch hier vorne. Okay. Dann so. Ist mir sogar lieber als bei dem, was auch mal da hinten rumläuft. Okay. Da vorne. Bis jetzt waren die hier immer sehr genau. Die Markierung. Is that? Sister, where are you?
Hallöchen, bist du die Maschine, die hier draußen nach dem Ersatzteil sucht? Hä, wer seid ihr denn? Deine Schwester hat uns gebeten, dich zu suchen. Hat sie echt? Echt? Was meinst du also? Sollen wir dich nach Hause bringen? Weil ich hatte solche Angst. Right. Let's get her back to Pascal's village. How'd you get lost out here anyway? I was looking for my sister's part, but then I got scared and I couldn't move. Oh, come on now. Don't cry. Did you at least find what you needed? I'm sure she will. But I bet she'll be even happier to see you back home, safe and sound. Yep. Komm. Wir müssen ihr folgen. No one made the desert. It's just an area that lost all its vegetation due to a lack of precipitation. This caused lasting changes in the soil, which means plants aren't able to... What's soil? Soil? It's dirt. Ground. The stuff we're walking on? Oh, I like ground. Wo willst du hin? Und warum greifen Roboter an? Also, meine Theorie übrigens von vorhin, dass eventuell die Roboter einen menschlichen Background haben, also ähnlich wie die Schatten, die ja was anderes. Wind is just a force caused by changes in temperature and atmospheric pressure and... Huh. That's actually a hard question now that I think about it. Kinda deep, really. I mean, where does the wind blow from? What do you think, 2B? Don't know, don't care. Ah ja. Wie gesagt, wie die Schatten damals Sachen besetzen konnten, ne? Dass halt, die halt auch sich quasi uploaden konnten, quasi. Vielleicht. Oder die halt besetzen konnten. Und dass hier das, was redet, gar nicht die Maschine ist oder KI oder sonstiges, sondern Shades. Die Shades, die wir damals mit Nier schon bekämpft haben. Well, machines can't really make children. Neither can androids, now that I think about it. Yeah, but how do you make them? 2B? Little help here? Huh? You're the chatty one. Work it out. Ooh. Mister Wade, you gotta tell me how you make children. Wow, it's getting late. Let's get you home already. Ich hätte mal Angst vor so einem großen. Weil da so viel, so viele, ach komm, schon Level über uns war. Heine Güte, bin ich müde. Das ist auch das Wetter irgendwie, das... Die Wärme, die macht mich richtig... duselig. Naja. Aber wie gesagt, ich glaube, dass
einige Maschinen, nicht alle, halt, und das hat dann wieder diesen Schwenker zu dem, dass die Alien-Rasse den Leben eingehaucht hat, weil, Moment, das war ja auch das, was Drakengard umgesetzt hat, dass, zwar nicht mit dem Leben einhauchen, aber dass die ja unter deren Kontrolle waren, unter dieser Alien-Rasse. Und dass das quasi nicht eine Alien-Rasse war, sondern wie damals mit dem Shadow Lord, nur dass es halt, ne, manche Menschen in Maschinen geschafft haben. Danke. Oh, wie süß. Bye bye. Bye bye. Süß, oder? Oh. Ich kann mich noch nicht bewegen. Okay. Ah ja. Well, that was exhausting. Yep. King. So, wir sind jetzt hier. Was haben wir hier? Ah, das ist meine Markierung. Danke. Oh, nein! Das wollte ich doch gar nicht. Das ist eine Map, ne? So. Hä? Wo bin ich denn? Danke. Genau, das hier ist die Forschung von der. Was haben wir da? Komm ich da überhaupt hin? Ja. Komm ich. Dann gehen wir da erstmal hin. Ne? Machen wir so alles nach und nach. Das Rutschen ist echt ein bisschen... Wir kriegen ja Teile, also. Lohnt sich das? Okay. Ah, hier, guck mal. Da liegt auch was. Und da oben ist das Fragezeichen. Oh, ich hoffe nicht, dass es wieder irgendwie... irgendwas Schweres ist. Darf auch mal ruhig mal was Leichtes sein, also, ne? Von der Stufe her. Oh, hier! Da anscheinend nur ein Speicherpott. Oh, Angeln beginnen? Nee. Ja, gut. Das heißt nur, die sind ja ziemlich nützlich. Dankeschön. Okay. Okay. Was haben wir hier noch? Da ist auch noch was. Hier ist auch noch. Genau, das ist das. Und was war da? Ah, das ist schon das Dorf? Wie klein die Welt doch ist. Muss ja hier das Dorf sein, ne? Wüstenregion. Wohnanlage.
Nee, warte mal, hier ist doch Pascals Dorf. Ich bin verwirrt. Genau, hier ist das. So, jetzt habe ich wieder einen besseren Überblick. Das war doch hier, Dings. Das ist doch schon gar kein Fragezeichen mehr. Das ist doch hier das Dojo, oder nicht? Ah, warte mal. Kann es sein, dass wir da hin müssen für sein komisches irgendwas? Dass das die Quest ist? Was haben wir da? Auch noch ein Fragezeichen. Auch noch ein Fragezeichen. Also sollten wir vielleicht mal wieder zur Dings zurück und hier das hier erstmal machen, aber dafür hatten wir ja so wenig, ne? Da fehlten uns doch irgendwie irgendwelche Schlüssel und hast du nicht gesehen? Ich mach, glaube ich, erstmal die Mission. Und dann gucken wir weiter. Nee. Ich glaube, wenn wir da ein bisschen stärker sind, dann können wir auch die in 30 Sekunden besiegen. Aber dafür müssen wir erstmal ein bisschen stärker sein. Nee. Dann können wir auch das Dojo weitermachen und ja, mal gucken. So, hier müssen wir erstmal raus. Ich habe gedacht, wir müssen sie ganz dahin begleiten, aber gut. Ich glaube, so viele Dialoge wollten sie dann auch wieder da nicht schreiben. Dass er dann hier nicht attackiert wurde, aber gut. Nö. Ich hatte doch eigentlich gesagt, ich will leveln. Warum gehe ich den dann aus dem Weg? Okay, Moment. Okay. Nö. Außerdem kriegen wir dann Ressourcen. Und die brauchen wir ja auch. Oh, warte mal. Da war eine Ressource. Und dann können wir gleich mal gucken, was der hier im Shop hat. Ich komme gleich wieder. Irgendwann. Wenn ich stärker bin. Hier. Ihr seid das. Danke für die Sicherung der Wüstenressourcen. Das wird helfen. Willst du Ausrüstung tauschen? Ah, ja. Mhm. Wie viel haben wir? 14.000. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Ah ja, und hier. Ja. Okay,
Wie mache ich die denn? Oh, okay. Hm. Ich glaube, unseres ist aber gerade am besten, ne? Ja. Hm. Wie mache ich die denn rein? Okay. Ich hätte doch irgendwo hier. Ach so, okay. Ich dachte, das kann ich irgendwie einsetzen, dann wanken wir nicht mehr. Aber das kann man machen, dass man dann das quasi wie die Stärkungspillen schluckt. Und das dann quasi das verhindert. Okay. Okay. Naja. Ah, deswegen war es auch so günstig. Weil man es ja immer wieder neu kaufen muss. Hm. So. Dann wollen wir mal dahin. Wir machen dann so nach und nach die Missionchen. Oder Aufgaben. Ich habe da gerade Baumast gelesen. Ja, natürlich. Baumsaat. Meine Güte. Ich so, Baumast? Warum Baumast? Gibt es auch einen Nicht-Baumast? Ah, dann muss ich wieder hier durch die Kanalisation, ne? Wenn ich auf dem richtigen Weg bin. Ja, gut. Ach ja, warum nicht? Der einzige Ort, wo ich auch meine Dings gebrauchen kann, meine Taschenlampe. So, hier muss ich dann hoch. Geh ich mal von aus. Ja, ich glaube, wir sind richtig. Ich höre sie schon wieder. Oder ist das das im Dorf? Nee, das ist das hier drinnen, ne? Ja, okay. Mitten im Disneyland. Ich mag den Ort irgendwie. Das ist irgendwie cool. Ich greife hier auch keinen an. Ah, hier. Stimmt, wir müssen ja mit denen reden. Hallo, kennst du eine Maschine namens Jean-Paul, die hier im Dorf lebt? Meister Jean-Paul ist ein geheimnisvoller Gentleman. Fast könnte man ihn sogar als suspekt bezeichnen. Dennoch ist er zugleich höchst faszinierend. Suspekt und faszinierend. Genau, und ich weiß genau das richtige Geschenk für jemanden, auf den diese Beschreibung passt.
Ihr werdet es ihm doch bestimmt auf der Stelle bringen, nicht wahr? Ich werde nicht zulassen, dass dieses schreckliche Mädchen aus der Wüste sich in unsere Liebe einmischt. Okay. Da müssen wir auch noch ran. Okay. Hier ging es doch irgendwo lang, damit man da irgendwie, ne? Hinkam zum Dorf. Wo sind wir denn nochmal lang gelaufen? Ah, hier ist mehr als eins, oder wie? Ha. Ja, aktuelles Ziel, okay. Warte mal, muss erstmal gucken. Ups. Genau, das war hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Ah, da unten. Falsche Richtung gelaufen. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen, okay. Das war da unten. Irgendwo. Ich mag die Musik hier, die ist cool. Hier war das irgendwo. Ah, da vorne. Ich will da rüber. Wieso komme ich da nicht hin? Warte. Kann natürlich auch sein, dass ich hier anders lang muss. Nee. Ich meine, da ist ja auch der Bus, ne? Wie sind wir das letzte Mal da lang? Ich bin immer noch... Ja. Ich meine, wir sind direkt da raus und dann dahin ins Dorf, ne? Ich hätte gerne Schnellreise. Hier ist doch der Weg. Also es sieht zumindest so aus. Ich meine, wir könnten auch von einer anderen Seite ran, aber... Hier ist doch offen. Okay, ich glaube, wir müssen sogar von der anderen Seite ran. Aber ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Ich glaube, ich kann erstmal den Part beenden. Dann machen wir das nämlich erstmal. Ja, das reicht erstmal für heute. Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. I never quite realized how beautiful this world is. The commander's put me in charge of your maintenance, ma'am. That means I'll be performing regular checks on you from now on. If anyone is listening to this, there's something I need you to do. If you ever meet up with Yorha Unit 9S, I want him. I mean... We're not so different after all. Pod 153, I order you to halt all logical thought and speech. Fear not, A2! I can handle this!
Androids were designed to protect their human masters. Even if it's pointless, you still have to do it! You two are the last remaining members of your home. That's not the operator. It's...